Vermutlich steht das längst in irgendeinem Kommentar, aber ich habe es gerade mal nachgeguckt zwischen den Folgen. Um Items verkaufen zu können, müssen wir Prägung lernen und dann der Skill hier drüber, nämlich Markt. Oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Ja. Darum können wir noch keine Items verkaufen. Hurra. Ist der Buff also vollkommen sinnlos? Ich finde es schön, dass wir in der Wüste in einem uralten Grab sind im Cthulhu-Outfit. Das ist schon. Kann ich das Ding? Nein, kann ich nicht. Dachte, ich könnte es vielleicht darüber cheesen, aber nein, kann ich nicht. Warum haue ich eigentlich die Kohle kaputt? Ach, das Ding greift an? Warum hat denn das vorher nie gemacht? So, da kriegten wir von unten was, ne? Achso, ja, die waren pissig. Ich erinnere mich. Ja, da kann ich eigentlich auch mal einen Bogen nehmen. So, easy going. Ja. Steuern von dem Ding ist so eine Grütze. So, geht's hier so hin? Hi. Da könnten wir theoretisch da oben noch. Ah, nee, können wir nicht. Da kommen wir nämlich nicht. Oder? Kommen wir da durch? Weiß ich nicht. Nicht so. Okay, dann könnten wir aber auf jeden Fall darüber. Kommen da auch nicht weiter, weil ich hier halt nichts machen kann. Kann ich. Okay, das hat man gar nichts gebracht. Irgendwo war noch ein Riss, ziemlich am Eingang, glaube ich. Ich finde es ein bisschen gut, dass der Tempel schon immer gleich aufgebaut ist. Hier an der Seite war noch ein Riss. Da gehen wir mal hin. Okay, Münzen, ein paar Edelsteine, geht klar. Inventar hat sogar noch ein paar Plätze, gute Sache. So, also das Ding kriegen wir da unten auf jeden Fall nicht raus. Den würden wir darüber kriegen. Ich glaube, das ist auch das nächste, was wir machen mussten, ne? Kann ich die irgendwie kaputt machen? Glaube nicht. Okay, hier ist nichts weiter. Kein Riss in der Wand oder sonst irgendwas. Okay, wo immer das Ding jetzt herkommt, aber nehme ich. Okay, so. Das Ding können wir da hochhauen, dann kommen wir da durch. Und dann müssen wir, glaube ich, den anderen Klotz hier rüberholen, was ich letztes Mal nicht gemacht habe. Wände sind auch mehr so ein Konzept, da muss man sich jetzt nicht unbedingt dran halten. Aber viel weiter kommen wir doch dann damit auch nicht, oder? Ah, wobei doch. Ah, wobei. Ja, nein, vielleicht. Ich bin mir unsicher. So, den auf jeden Fall. Aber dann haben wir ja immer noch da das Problem. Und den können wir nicht wegnehmen, weil dann gehen hier die Steine zu.
Schwierig. Und den können wir halt auch nicht rübernehmen. Weil dann geht halt da auch direkt zu. Das funktioniert so halt auch nicht. Okay, das juckt die Viecher halt überhaupt nicht. Können wir hier oben aufspringen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nicht so. Okay, auch keine Ahnung, was wir damit machen müssen. Kriegen wir beide Blöcke hier rüber? Nee. Doch. Kriegen wir. Vielleicht müssen wir erstmal mit beiden Blöcken drüben hin. Vielleicht ist das eher der Deal. Es wäre ohne diese Viecher so viel weniger stressig. Danke. Also das hätte man irgendwie ein bisschen besser lösen können. Dass ich halt E gedrückt halten kann zum Beispiel und dann den Klotz einfach hinter mir herziehe. Das wäre weitaus entspannter gewesen. Aber okay. Dass ich halt nicht immer häppchenweise das machen muss. So, dann können wir nämlich einen dahin packen. Können wir hier oben was mit dem zweiten machen? Ja, theoretisch dann. Wir machen erstmal hier unten. Vielleicht nicht gerade so, sondern so. So, dann haben wir das Ding mitgenommen. Und können hier auch wieder weg. Mal hier hoch. Da ist ein Riss in der Wand. Warum bin ich heute eigentlich so heiser? Okay, ich finde drei Geheimräume. Ist nicht so schwer. Fee, Kaktus. Was soll ich eigentlich mit diesen ganzen Kakteen und Peperoni? Ich brauche die halt für nichts. Wow, könnt ihr bitte nicht. Darauf war ich nicht vorbereitet. Das suchte ich. Okay. Blitzstab, Alter, elektrisiere meine Gegner. Meine Güte, ich kann heute echt nicht mehr reden. Elektrisiere Gegner und versorge Gebäude mit Strom. Okay, Gebäude mit Strom ist interessant.
Soweit, so gut. Ich hatte aber irgendwie die Hoffnung, dass wir hier noch einen dritten Block finden. Ich weiß auch nicht, wofür wir das brauchen, ehrlich gesagt. Also wo das hingeht. Weiß ich halt nicht. Drüben kommen wir mit zwei Blöcken nicht weiter, oder? Wir müssten halt theoretisch zwei hier durchkriegen. Und zwei hier durchkriegen wir nicht, solange nicht hier auf jeden Fall offen ist. Okay. Das hilft mir aber auch nur bedingt, ne? Also hier würde es auf jeden Fall reichen, um durchzulaufen. Also kommen wir damit zweien doch weiter. Zieh aus, brauchen wir hier noch was? Nee, ne? Ist gut soweit, hier oben. Also, vielleicht sollte ich den Block dann wieder mitnehmen. Ah, okay, das wird jetzt nochmal ziemlich frickelig. Also wieder den ganzen Spaß darüber. Nein, nicht da hoch. Okay. Nein. Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Geh ja jetzt durch. Ich sollte essen, ja, okay. Can do that. So, dann macht der das und dann kann ich nämlich mit dem Stab jetzt hier durchgehen. Die Viecher klatschen. Okay, was auch immer das ist. Schön, dass mir da keine Info zugegeben wird. Irgendwas mit Skeletten. Okay, aber dann haben wir den Tempel durch, oder? Würde ich mal so sehen. Dann waren wir überall. Können noch mal gucken, ob wir irgendwo Risse in den Wänden übersehen haben, dass wir noch Bomben dahin packen können. Das sieht gut aus. Hier hinten habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Nee, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Da ist auch nichts, okay. Hinter dem Kaktus vielleicht? Eher unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Okay, dann können wir einfach mal wieder rausmarschieren. Ah, das war da. Okay, das brauchten wir, um da reinzukommen. I see. Blitzelementar. Kann ich das damit angreifen? Oh ja, sehr gut sogar. Nice. Ach, da lebt nur was. Fuck, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Uraltes Siegel, nur für jene, die das uralte Grab abschließen. Und was mache ich damit?
Okay, es wird ein Haken angesetzt. Wir können aber trotzdem noch rein, wenn wir nochmal wollen. Okay. Nice. Könnten uns durchaus überlegen, ob wir hier oben. Mal so einen Laser hinstellen. Was hier ein Schmetterling rumkreucht, ne? Das ist einfach absurd. Lass mal ein paar davon eintuppern, wir brauchen bestimmt noch welche. So, Kristall haben wir eigentlich auch genug, aber machen wir mal. Dann können wir. Ich überlege tatsächlich, wie viele Beeren haben wir? Wahrscheinlich nicht viele. 21 und eine Falle braucht schon 13. Ja, nee. Machen wir mal nicht. Ansatzweise genug Seetang, um nochmal so ein Pigment zu machen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Können wir Seetang irgendwo mit herstellen? Aus Fisch und Gelee oder so? Nicht unbedingt. Schade. Wir Seetang kochen. Ich wünschte, ich könnte das Sushi, was ich habe, einfach wieder zerlegen. Das wäre halt super. So, 2,6, kriegen wir dafür noch was? Tatsache. Fehlt uns da noch ein ganzes Land zwischen? Das war, glaube ich, teurer, ne? Okay, wer oder was bist du? Nichts mit, okay. Okay, das macht auch nichts. Ah, sieh mal einer an. Nice, das waren einfach mal 2000 Gold und eine Menge Edelsteine. Pro Edelstein, ich muss mal mein Inventar ausmisten. Schleim. So, rüber. Aber wir können bei der Fabrik auch nochmal weitermachen. Fällt mir gerade so auf. Geht da noch was rüber? Ich glaube nicht, ne? Gehen auf jeden Fall die Peperoni hin. Noch was? Machen auf jeden Fall noch mal ein bisschen Leder. Nicht unbedingt nur eins, aber okay, dann machen wir den Rest jetzt halt kurz hier drüben. Also 10. So, und dann packen wir aber mal Dämonenhörner darüber. Die können da auf jeden Fall bleiben. 50 Leder, die ich habe, können wir gerade mal abgeben. Wo war denn das hier? Ne, beim Gebäude, lustigerweise, glaube ich, ne? Jawohl. Check.
Okay, das Ding ist ganz nice. Ich hatte eigentlich nur gehofft, wir haben hier vielleicht noch irgendwo so eine Todesmotte. Aber nicht so. Hey, ein Seetang. Zwei Seetang. Großartig. Drei Seetang. Jetzt haben wir 10. Das heißt, wir können Pigment machen. Voll gut. Dann haben wir ja schon 4. Können wir ja vielleicht bald mal irgendwas an diesem Schreibtisch machen. Können wir hier Seetang herstellen? Nee. Alter, wo soll man bitte so viel Seetang herkriegen? Ich sollte als nächstes mal einen Markt lernen und dann können wir da vielleicht sowas kaufen. Das wäre halt auch ganz gut. Also falls das geht, keine Ahnung. Ich weiß, also laut dem, was ich gesehen habe, kann man dann auf jeden Fall verkaufen. Ob ich da auch einkaufen kann, weiß ich nicht. Wir können auf jeden Fall eine Menge Knochen tauschen. Wir können uns ein komplettes Knochenzimmer bauen. Wenn wir Bock drauf haben. Holzfäller-Obelisk, okay. Meinetwegen auch das. Oh Gott, hier sind nochmal so viele Viecher. Zumindest haben wir hier offenbar auch den Rand erreicht. Das ist doch auch schon mal was. So, wir könnten auf jeden Fall nochmal Öl machen. Wie sieht es glasmäßig aus? Muss gar nicht so viel. Wir können noch mal ein bisschen Sand klatschen, glaube ich. Ich schaufel hier einfach mal eine Rutsche durch die Gegend. Finde das Vieh nebenbei. Mach den Dämonen mal platt. So, und dann können wir jetzt endlich mal hier ein bisschen was abgeben und haben dann tatsächlich mal wieder was fertig. Sweet. Es war sofortiger Stufenaufstieg, das war total dumm eigentlich. Das hätte ich mir fürs Ende. Naja, egal. Sei es drum. So, handeln. Schaltet Märkte frei. Das ist dann, glaube ich, der entscheidende Punkt, wo wir hinwollen. Schauen wir mal. Da brauchen wir aber noch. Gut 5000 XP für 5500. Das wird ein bisschen dauern. So, wir haben aber immer noch nicht rausgefunden, was es mit diesen Kreisdingern auf sich hat. Tatsächlich. Wir können mal wieder zur Fabrik gucken, fällt mir gerade so ein. Was wir da noch an Materialien machen können. Da können wir nämlich easy mal ein Glasfaser herstellen. Wir müssen erstmal noch mehr Plastik herstellen. Es hilft nichts. Mehr Plastik. Und wir müssen mehr Sand mitnehmen, weil wir nämlich gleich ganz viel Glas brauchen.
gut, dass es gar nicht unübersichtlich ist oder so. Nein, nein. Du bist hungrig, dann essen wir doch was. So, was es mit dem Ding da unten auf sich hatte, wissen wir. Ah, da können. Ah, Moment, mit dem Energieteil konnte ich da nichts machen, ne? Glaube ich. Nee. Ist dem Auge völlig egal. Ja nun. Dann haben wir aber zumindest schon mal 200 Sand hätte ich schon ganz gerne. Die kriegen wir aber zusammen. 190, 194. 200. Easy. Gott, ach, ja, hier liegt ja auch noch Tonnen Stuff rum. So, mach mal. Ja, das sind gerade mal 60 Glas. Das ist voll wenig. Wir brauchen mehr Sand. Wir brauchen einfach mehr Sand und mehr Energie. Nein, jetzt habe ich den Heiltrank genommen. Naja, egal. Wie viel Erz wir da inzwischen auch rauskriegen? Kostete die nächstbeste Schaufel? Und wie viel kostet nochmal Glas? Glas kostet 4 Sand. Okay, das heißt, wenn wir jetzt mal noch so zusehen, ob wir 400 Sand farmen können. Was unfassbar spannend ist natürlich. Ich glaube, so viel kriegen wir auch nicht. Nochmal 36 und dann ist erstmal gut. Kann ich diesen Schleim mal treffen? Unglaublich, ey. Manchmal, man verliert halt einfach echt den Überblick, wo der Cursor gerade ist. Der geht halt in dem Gewimmel total unter. So, wow. Diese Unmengen an Seetang. Im Leben nicht. Jetzt macht das Fieder platt. Was ist denn so schwer daran? So, auch davon brauchen wir garantiert noch welche für irgendwelche Tränke. Nehmen wir mal 2 mit. So, jetzt steht da halt 3. Wir haben aber 2. Oder wir haben halt irgendwo in... Nee, in irgendeinem Tresor können wir halt nichts haben. Weil dann würde es halt automatisch in den Tresor gehen. So, aber mit 3,8 können wir doch vielleicht was kaufen. Nee, dazu müssten wir aber tatsächlich jetzt erst die Schwerter freischalten. Damit uns der Obelisk was bringen würde, glaube ich.
bauen, Industrie, nee, bauen, Industrie, Laser. Okay. Königskleidung. Scheitert im Moment tatsächlich hauptsächlich am Leder. Dann machen wir doch mal 25 Leder. Dann habe ich noch ein paar Viecher, damit wir mehr Felle kriegen. Damit wir mehr Leder machen können. Das war immer so mittelmäßig. Nichtsdestotrotz machen wir mal Königskleidung. Ganze drei Stück, wow. Wir machen Goldbarren und Eisenbarren, weil wir es können. Und Stahl. Das halt schon vier jeweils kostet, das ist halt relativ krass, aber okay. Mehr Stahl. Und dann können wir vielleicht auch einfach mal, haben wir Stahl irgendwo eingelagert? Bestimmt, ne? Hier, wie viel haben wir? 100. Davon können wir doch dämlichen Kackbratzen. Genauso du und du. Dann können wir doch Stahl aber locker schon mal hier abgeben. Glas jetzt auch. So. Und dann tun wir das mal wieder zurück. Können Elektronik und Dämonen haben. Okay, das geht aber. Können hier nochmal ein paar Flaschen machen. Dämonenbogen brauchen wir eigentlich nicht, ne? Roboterschaufel wäre super. Alter, 16 Todesmotten? My ass. Und Elektronik. Okay. Kann ich das Ding targeten? Na jetzt. Mach doch mal Öl. Dann werfen wir nochmal einen Blick zur Fabrik. Gerade mit dem letzten Plastik beschäftigt ist. Das ist ziemlich super. Wir könnten auch eine zweite bauen. Wie teuer ist das? 10 Glas. Ja, meinetwegen, komm. Stell sie dahin. Dann können wir hier nämlich entspannt nochmal neuen Plastik machen zumindest. Elektronik brauchen wir auf jeden Fall. Da können wir ganze zwei machen. Das scheitert am Königsstahl. Dann müssen wir wohl mal einen Königsstahl Stahl machen. Meinetwegen auch einen Schal, aber den machen wir aber offensichtlich hier. Können wir ganze 42 von machen. Brauchen wir mehr Topase. Machen wir nur 35. Dann haben wir im Zweifelsfall noch was für Königskleidung über. Falls wir da nochmal nachlegen müssen. Yay. Zwei Seetang am Arsch. Ha, wir kriegen gleich noch einen Buff. Will ich den noch mitnehmen? Ganz gerne lieber ein Level aufsteigen, will dafür aber nicht einen von diesen Punkten da verschwenden. Weißt du, wenn da unten mal so viele Todesmotten wären wie hier Schmetterlinge, das wäre super. Warum steht denn hier eigentlich kein
kein Laser. So, dann, das läuft alles soweit. Da unten sind Motten, die brauchen wir alle. Eins, zwei, drei, vier. Jawohl. So, mit 1100 Gold kommen wir halt nirgendwo hin. Wir haben einen ganzen Batzen Goldbarren bestimmt, oder? Können wir damit nicht noch ein paar Münzen machen? Machen wir mal. Da kommen 12 Münzen raus. Die sollten aber mehr als 12 bringen dann. Oder auch nicht. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich tatsächlich sinnvoller, ja, noch eine Bank zu bauen irgendwo. Was kosten die Dinger? Hey, Goldbarren, wer konnte damit rechnen? Noch einen Ofen über, der nochmal mehr Goldbarren einschmelzen kann. Danke, 160 reicht erstmal. Wie es abgeht inzwischen, ne? Eisenbarren. So, ja gut, Goldbarren dauert jetzt halt ein bisschen. Machen auch da nochmal 11 Glas, das schadet nichts. Den Rest brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Ja, ich glaube, es ist ein ganz guter Punkt, mal ein Päuschen zu machen. Wo haben wir was essen? So. Und dann schauen wir mal, wo es mich nächste Folge hin verschlägt. Bis dahin. Angenehmen Tag noch. Danke fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.